über die Mitzwa von Wissen immer, dass Gott nicht zu beschreiben ist. Das heißt, man darf nicht visualisieren Gott als einer mit einem Körper oder mit körperlichen Eigenschaften, ein Hand, ein Kopf und so weiter, oder dass Gott böse ist oder nett ist und so weiter. Der Gott ist über jegliche Art von Beschreibung. Stellt sich dann die Frage, warum steht es mit Torah manchmal selber bestimmte Dinge, um zu verstehen? Zum Beispiel, Gott hat uns rausgenommen, Beyad Chazaka, mit einer starken Hand. Bezroya Netuya, mit einem ausgestreckten Arm. Die Antwort ist, damit ein Kind, damit ein Mensch visualisieren kann, sozusagen einen Bezug haben kann, sagt es die Tora. Mit den Rambam spricht über für einen erwachsenen Mensch, wo sein Intellekt fortgeschritten ist, darf er nicht Gott versuchen zu verstehen durch diesen physische Visualisierung. Weiterhin sagt der Rambam, mit Beginn hat der Chod Shuva, sagt, der erste Schritt von Shuva, von Rückkehr zu Gott ist, zu verbalisieren, zu sagen, ich bereue mich. Deswegen sagen wir jeden Tag, Oshamnu, Bogadnu, Gozalnu, weil nur wenn wir beginnen zu verbalisieren, dann können wir selber verstehen, was wir selber gemacht haben. Heute ist die 9. Tag im Monat Tevet. Wir sagen, Aleinu, der Shaveach, jeden Tag, Shehei, Mishtachavim, Lehevel, Velorik. Warum sagen wir das? Weil diese Feuchtigkeit, dieses, was wir in unserem Mund haben, als wir reden über die Gätze, die wollen wir gar nicht uns halten. Und deswegen wir ausspucken sozusagen ein bisschen, was, weil wir wollen keine